Hallo Leute und willkommen zurück zu Eldaria. Oh mein Gott, I'm so happy. Wir haben den 1.6. Es ist 21:28 Uhr. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich mich heute nicht eingeloggt habe. Also habe ich gesagt, mache ich das jetzt schnell und bam, 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 bam. Die neue Episode ist draußen. Ich rede jetzt auch nicht lange um den heißen Brei herum, because I'm very curious. Ich bin nicht dein Feind. Es ist höchste Zeit, dich aus dem Staub zu machen. You don't say. Und das in Begleitung sämtlicher Fairies, die in ihre Heimat zurückkehren möchten. Doch eure Flucht erweist sich als ebenso schwierig wie die Enthüllung deines Vaters. Da ist etwas in der Zelle. Es ruft uns hier eine Stimme und anscheinend kennt sie uns. Es muss jemand sein, den wir kennen. Von unserer vorherigen Geschichte, bevor Leif und wir in den Kristall gegangen sind. Da ist etwas in der Zelle. Etwas, das sich bewegt. Ich bin nicht allein. Hallo? Sie da? Hören Sie mich? Och, bitte, 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 bitte. Die Gestalt dreht sich um. Noch kann ich sie nicht erkennen. Okay. Leute, I can't. Simona, was machst du denn hier? Wieso bist du nicht mehr im Kristall? Diese Stimme kenne ich doch, klingt wie. Die Gestalt löst sich von der Wand und kommt auf mich zu. Dann tritt sie ins Licht beim Orakel. Oh mein Gott, Cameria! Leute, genau die Person, die ich nicht dachte. Cameria! Oh, for fuck's sake, look at her. Sie sieht so. Oh nee, Leute. Wir erinnern uns, wie sie früher aussah. Oh, I am so done. Cameria, sie ist es tatsächlich, aber sie ist. Sie ist so dürr. Ihre Augen scheinen riesig und sind von dunklen Schatten umgeben. Und wo ist ihr Baum? Schnell lasse ich meinen Blick durch die Zelle schweifen. Wenn du nach meinem Baum suchst, den habe ich nicht mehr. Sie haben ihn mir weggenommen. Aber ich dachte, das wäre unmöglich, dass du ohne ihn gar nicht leben kannst. Sie sieht sich in der Zelle um und zuckt mit den Schultern. Leben würde ich das auch nicht nennen. Leute, ich bin so schockiert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Ihr Anblick tut mir in der Seele weh. Ich, nein, ich, also, du weißt schon, was ich meine. Ja, und ich dachte das gleiche wie du. Aber man lernt hier eine ganze Menge über sich. Sie schaffen es, uns am Leben zu halten, indem sie uns Mana injizieren. Keine Ahnung, warum sie das machen. Es ist. Ich habe aufgehört, Fragen zu stellen. Ich warte nur noch darauf, dass es ein Ende nimmt. Ich muss wieder an die Brownie denken, die im Versuchslabor auf den Stuhl gefesselt war. Erneut überkommt mich eine Welle von Übelkeit. Ich habe Bauchweh. Aber wenn man es genau betrachtet, ist das nicht die größte Überraschung. Solltest du nicht eigentlich tot sein? Also, naja, es ist sozusagen etwas passiert. Um ehrlich zu sein, weiß niemand so genau was. Der Kristall hat Leifton und mich einfach wieder ausgespuckt. He said, I don't want you anymore. Dann hat Leifton also auch überlebt. Das hätte ich nicht erwartet. Ja, in letzter Zeit passiert viel Unerwartetes. Den Kristall gibt es übrigens auch nicht mehr. Das heißt, er ist noch immer da, aber er ist leer. Wir denken, dass das mit den Mana-Störungen zu tun zusammenhängt, die derzeit in ganz Eldaria auftreten. Die Gefährten verhalten sich merkwürdig. Einige sind geradezu tollwütig. Ja, das weiß ich alles. Aber was hast du damit zu tun? Das ist leider noch nicht so klar. Es sieht so aus, als hätte das Orakel mich auserwählt. Warum weiß keiner? Vielleicht, weil ich mit beiden Welten verbunden bin. Oder vielleicht bloß deshalb, weil ich im Kristall war, als er sich geleert hat. Offen gestanden ist uns im Moment fast alles ein Rätsel. Naja, das spielt jetzt sowieso keine Rolle mehr. Wir werden niemals hier rauskommen. Wir werden niemals die Wahrheit erfahren. Ich habe schon vor Wochen aufgehört, darüber nachzugrübeln. Vielleicht war es auch länger oder kürzer. Ich habe hier drin keine Möglichkeit, die Zeit zu messen. Wobei, vielleicht ist das sogar ganz gut. Ich weiß nicht mal, wer mich hierher gebracht hat.
Ich war mit den anderen Hamadriaden im Wald und habe mich um die Pflanzen gekümmert, nur wenige Kilometer vom Fenguang-Tempel entfernt. Sie kamen wie aus dem Nichts. Wir hatten gar keine Zeit, uns zu. Wir hatten kaum Zeit zu begreifen, dass man uns angriff. Sie schossen auf uns mit seltsamen Waffen. Dann wurde alles schwarz, ich konnte nichts mehr hören. Einen Moment später bin ich auch schon hier aufgewacht. Sie haben uns unsere Bäume weggenommen und hier bin ich nun. Ihr wurdet in der Nähe des Tempels angegriffen? Wie kann es sein, dass die Garde das nicht mitbekommen hat? Ich schätze, ihr wart zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt. Jedenfalls hat man jeden einzelnen von uns gekidnappt. Sie wollten wohl sicherstellen, dass niemand erzählen kann, was passiert ist. Aber trotzdem, wusste denn niemand, wo ihr wart? Nicht mal die Fingoards? Doch, aber sie haben wohl angenommen, dass wir fortgegangen sind. Oder vielleicht sind sie in den letzten Wochen auch einfach nicht im Wald gewesen. I feel so bad for her. Wir erinnern uns doch, wie sie früher aussah. I don't like this. Ich bin froh, dass es jetzt nicht ihr Sari war. I can't imagine what I would feel. Auch wenn ich mich gefreut hätte, ihn zu sehen, von der einen Seite halt wieder mit dem reden zu können. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht mal, wer unsere Entführer sind. Es scheinen allerdings keine Fairies zu sein. Sie führen alle möglichen Experimente an uns durch. Ich sehe sie immer durch den Flur gehen. Wenn sie Brownies in Elfen mit ihr Versuchslabor bringen. Manche kommen wieder und manche nicht. Hin und wieder holen sie auch mich und spannen mich an eine Art Maschine. Ich verstehe nicht, warum sie mich nicht einfach sterben lassen. Sie reden nicht mit mir, sie antworten nicht auf meine Fragen. Ich weiß weder, wer sie sind, noch wo wir uns befinden. Und irgendwie ist mir das mittlerweile auch egal. Ich werde sterben, ohne zu wissen, wer mich getötet hat. So ist das einfach, es ist zu spät. I feel so bad. Meine Augen füllen sich mit Tränen. Same. Die Frau, die da vor mir steht, das ist nicht länger die Camellia, die ich kannte. You don't say. Die Kriegerin, der ich vor 7 Jahren begegnet bin, stets bereit, für ihre Überzeugungen zu kämpfen. Von dieser Kriegerin ist nichts mehr übrig. Sie haben Camellia gebrochen. Ich weiß, wer sie sind. Sie sind Menschen. Sie sind auf der Erde, ganz in der Nähe des Hauses, in dem ich vor meiner Ankunft in Eldaria gelebt habe. Diese Männer gehören einer Organisation an. Sie bezeichnen sich als Tempelritter. Sie behaupten, dass die Fairies beim Verlassen der Erde das Mana gestohlen hätten. Okay, aber woher weißt du das alles? I think she deserves to know. Aber wir sind Angst, nachdem sie das hier Q. Ich sag's einfach, das da. Im Ernst? Dieser Tag ist wirklich voller Überraschungen. Umso besser für dich, dann wirst du hier wenigstens nicht verrotten. Ich glaube, er weiß gar nicht, dass ich hier bin. Wenn du Glück hast, erfährt er bald davon. Das würde ohnehin nichts ändern. Wir sind Feinde. Selbst wenn, würde er ja kaum zulassen, dass seine Männer dich foltern. Ich antworte nicht. Ich wünschte, ich wäre mir da so sicher wie sie. Nevron und Lance haben mich begleitet. Sie sind hier im Gebäude. Lance, ne? Früher oder später werden sie sicher merken, dass ich verschwunden bin. Vorausgesetzt, dass sie nicht auch schon in einer Zelle sitzen. Ein Vampir und ein Drache könnten die Tempelritter nie überwältigen. Mich und meine Schwestern haben sie ja auch überwältigt. Ebenso wie dich. Und sie müssen sich ihnen ja nicht im offenen Kampf stellen. Sie können sie auch überrumpeln oder vergiften. Hör auf, sag doch sowas nicht. Wenn wir uns so leicht geschlagen geben, gewinnen die Tempelritter am Ende noch. Das haben sie doch längst, Simona. Es geht nicht darum, sich geschlagen zu geben. Ich hatte ja nicht mal Gelegenheit, mich zu wehren. Und jetzt. Jetzt bin ich gar nichts mehr zu gar nichts mehr imstande. Seh mich doch an. Ich sehe sie an und was ich sehe, bricht mir das Herz. Ich bin nur noch ein Schatten. Ich kann kaum noch laufen. Ich könnte nicht einmal ein Kind besiegen. Angst und Übelkeit benebeln meinen Geist. Ich bekomme keinen klaren Gedanken mehr zustande. Cameria, die Frau, die den Krieg und das Feuer eines Drachen überlebte. Diese Frau wird hier im Kerkerverlies meines Vaters elend dahinsiechen. Ich zitter am ganzen Körper vor Zorn, vor Furcht. Wir müssen hier raus, koste es, was es wolle. Ich trete an das Gitter unserer Zelle und umfasse die Stäbe. Soweit ich das erkennen kann, sind die gegenüberliegenden Zellen leer. Von dieser Seite können wir also keine Hilfe erwarten. Im Flur ist kein Laut zu hören, kein Stöhnen, kein Seufzer. Ich werde einen Weg finden, Gameria. Wir werden fliehen. Die Hamadriade zeigt keine Reaktion. Sie glaubt mir nicht.
Ich habe meine Kräfte, und sie sind weitaus mächtiger als beim letzten Mal, als du mich gesehen hast. Davon wissen sie nichts. Sie denken, ich wäre menschlich. Ich glaubte ja. Nur zu, versuch's ruhig. Verzeih mir den Mangel an Begeisterung. Ich bin einfach müde. Honey, I would love to just hug you. Darf ich bestimmt die Tür zu sprengen? Das könntest du, aber dann würdest du auch unglaublich viel Attention auf dich ziehen. Also, vielleicht können wir das Schloss knacken? Du hast dich von Leifton im Schlösserknacken ausbilden lassen. Nein, er hat mir geholfen, Kontrolle über meine Kräfte zu erlangen. Und mir gezeigt, dass man damit auch kleinere, filigrane Dinge bewirken kann. Normalerweise müsste ich damit das Schloss manipulieren können, glaube ich jedenfalls. Es wird vielleicht eine Weile dauern. Ich muss mich konzentrieren. Camilla zuckt die Schultern und lehnt sich gegen die Wand. Zeit haben wir hier zu Genüge. Versuchen kannst du es ja mal. Ich trete an das Gitter heran, um die elektronische Verriegelung zu untersuchen. Es handelt sich um ein Metallgehäuse mit einer roten und einer orangenfarbenen LED-Leuchte. Dafür braucht man einen speziellen elektronischen Schlüssel. Es muss doch einen Weg geben, das Signal der Chipkarte zu imitieren. Ich beschwöre das Licht der Engel herauf. Fast augenblicklich werde ich von seiner Energie durchströmt. Um meine Hände bilden sich weiße strahlende Lichtkreise. Ausgezeichnet. Ich lasse mich ganz von der Wärme und Helligkeit dieses Lichtes erfüllen. Problemlos gelingt es mir, eine kleine Lichtkugel vor mir zu erzeugen. Ich spüre sie so intensiv, als wäre sie ein Teil von mir. Es ist die gleiche Empfindung, die ich auch unter dem Kirschbaum hatte. Jene Freude, jenes Vergnügen, das mir das Einsetzen meiner Kräfte bereitet. Langsam und vorsichtig forme ich die Kugel zu einem extrem dünnen Lichtstrahl. Als er sich in das Metallgehäuse schiebt, habe ich fast das Gefühl, einen meiner Finger hineingesteckt zu haben. Und was nun? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. In Ermangelung einer Strategie beschließe ich einfach, Verschiedenes auszuprobieren. I'm so done with her. Bewege den Lichtstrahl im Inneren des Gehäuses hin und her, jage kleine Energieimpulse durch. Aber hören kann ich nichts, kein Geräusch, vielleicht war die Idee doch nicht so toll. Ich setze meine Bewegung mehrere Minuten lang fort, langsam werde ich müde. Und läuft das nach Plan? Ihr Tonfall ist ganz klar ironisch, sie glaubt keine Sekunde daran, dass ich es schaffen werde. Ich darf mich nicht geschlagen geben, das wird schon. Plötzlich beginnt das Metallgehäuse zu summen, mit einem kurzen Klicken schwingt die Tür auf. Das hat funktioniert? Wie hast du das hingekriegt? Um ehrlich zu sein, weiß ich das selbst nicht ganz. Auch egal, wir müssen die anderen befreien. Yes, bitch! Kameri hat Mühe, geradeaus zu laufen, weshalb ich sie stützen muss, als wir auf den Gang hinaustreten. Wir nähern uns der Nachbarzelle. Obwohl nur gedämpftes Licht herrscht, kann ich darin drei auf dem Boden liegende Gestalten ausmachen. Hey, wir kommen, um euch zu befreien. Könnt ihr laufen? Keine Antwort, keine Bewegung. Camilla schüttelt den Kopf. Sie glauben dir nicht. Sie halten es für eine Falle. Außerdem, du redest zwar davon, sie zu befreien, aber wie willst du das anstellen? Bist du mit deinen Kräften in allen Schlechtern herumstochen? Nein, wir müssen irgendwie eine dieser Chipkarte in die Finger kommen. Wenn wir es schaffen, einen Templer zu finden und ihn zu überraschen. In meinem Zustand kann ich es mitgehackt niemanden aufnehmen, Simona. Nein, natürlich nicht. Okay, dann bleib du hier und informiere die Gefangenen. Sie sollen sich zur Flucht bereit machen. Ich suche unterdessen nach einer Chipkarte. Ich werde die Flure ablaufen. Dabei treffe ich sicher früher oder später auf einen Tempelritter. Ich brauche ihn nur mit meinen Kräften auszuschalten und ihm die Chipkarte abzunehmen. Und was, wenn du zufällig auf mehrere gleichzeitig stoßt? Ich ziehe die Augenbrauen hoch. Ich spüre noch immer das Licht der Engel in mir glimmern. Dann mache ich dich darauf gefasst, dass ich gleich mit mehreren Chipkarten zurückkomme. Love it. Kameras rissige Lippen verziehen sich zu einem schwachen Lächeln. Na schön, dann warte ich hier auf dich. Lass dir bloß nicht zu viel Zeit. Keine Sorge, Honey. Okay, wohin? I'm so scared. Look at this. Look at all the mana. Das ist zu 1000% Mana. Hier komme ich, glaube ich, zum ersten Mal vorbei. Am Ende des Korridors befindet sich eine einzige Tür, in deren Holz das Wappen der Jäger geschnitzt ist. Sie ist nur angelehnt. Mit vorgebeugten Schultern und gespitzten Ohren schleiche ich näher. Endlich den Mund aufgemacht.
Erema meinte, dass du dir an ihr ganz schön die Zähne ausbeißt. Ach, hör doch nicht immer auf Erema. Der lästert einfach gern. Stimmt, er zieht wirklich oft über andere her. Ziemlich geschwätzig, der Typ. Na, wie jetzt sag doch, hat sie geredet oder nicht? Oh, reden kann sie, das ist nicht die Frage. Ständig wirft sie mir Beleidigungen an den Kopf und behauptet, dass ich es noch bereuen werde, mich mit ihnen angelegt zu haben, wenn erst die anderen hier sind. Womöglich geht es da um Wong Chu. Die Gefangenen, denen ich bisher begegnet bin, wären gar nicht imstande, jemanden zu beleidigen. Wenn das stimmt, dann bedeutet, dass sie am Leben ist. Die anderen, welche anderen? Etwa die Kleinen, die wir zu dem Grünzeug gesteckt haben? Meinen sie mit kleinem mich? Die werden noch ihr blaues Wunder erleben. Ich pirsche mich noch etwa noch näher heran und dann gehe ich in einer dunklen, wandlichen Deckung. Ich kann mir kaum vorstellen, dass wir in naher Zukunft irgendwas bereuen werden. Die beiden Männer brechen in schallendes Gelächter aus. Oh, Karma. Ich kann mir lieber vorstellen, wie sie einander auf die Schulter klopfen, meine Hände ballen sich zu Fäusten. Oh, Dem ersten von ihnen, der auf diese Tür tritt, wird das Lachen schnell vergehen. Was anderes hast du nicht aus ihr herausbekommen? Keinen Namen, nicht mal ihren. Nichts. So langsam fragen wir uns, ob sie überhaupt was weiß. Dabei behauptet Gibelin felsenfest, sich schon mal gesehen zu haben. Angeblich hat sie die Truppe angeführt, die unsere Leute im Wald angegriffen hat. Oh, Das muss ja nicht unbedingt heißen, dass sie über interessante Informationen verfügt. Wenn die intelligent sind, sind sie ähnlich organisiert wie wir. Dann kennt keiner die Namen oder Aufenthaltsorte seiner Kumpane. Wir wissen nur, wie viele es von uns gibt und wo sich das Ordenshaus befindet. Was soll's, früher oder später wird sie uns schon was erzählen. Oh, Honey. Oh, Honey. Wenn wir sie für 4, 5 Tage in eine Zelle stecken, lockert das garantiert ihre Zunge. Oh, Honey. Gibbelin wollte sich darum kümmern, ehe er nach Hause geht. Wahrscheinlich sitzt sie längst in einer Zelle. Vorausgesetzt, ihnen ist nicht zwischenzeitlich der Geduldsfaden gerissen. Jetzt muss ich jedenfalls erstmal zu Herr Brand. Was sind das für Namen? Ernsthaft jetzt? Angeblich will er mich mit irgendeiner Aufgabe betrauen oder sowas in der Art. Dann beeil dich besser, der wartet nicht gern. Ich sollte auch langsam los. Balian hat mich gebeten, Nachforschungen zu der Kleinen anzustellen. Er fürchtet, dass wir uns einen Schnitzer geleistet haben. Was du nicht sagst? Yes! Ich kann die Magie in meinen Handflächen pulsieren spüren. Oh ja. Ja klar, dann sehen wir uns später. Ich werde Giblin davon abhalten, sie umzubringen. Oder eben sauber machen, falls es schon zu spät sein sollte. Oh, Sie brechen erneut den Schalen des Gelächter aus. Dann fällt eine Tür ins Schloss. Und die Tür, hinter der ich mich versteckt hatte, wird weit aufgerissen. Ein Mann verlässt den Raum und geht ein paar Schritte in den Flur entlang. Die Tür schwingt hinter ihm wieder zu, ohne sich jedoch ganz zu schließen. Er kümmert sich nicht weiter darum, ein schwerer Fehler. Vorsichtig husche ich hinter ihn, darauf bedacht, kein Geräusch zu machen. Ich spüre, wie die Wärme der Engelmagie durch meine Arme strömt. Love it. Im nächsten Moment habe ich ihn auch schon gepackt. Ich presse meine Hand auf seinen Hinterkopf. Ein kurzer Lichtblitz flackert auf. Er kann gerade noch erschrocken nach Luft schnappen, ehe er zu Boden stürzt. Yes! Ich drehe ihn auf den Rücken und entferne die Chipkarte von seiner Jacke. Yes, Bitch! Mit Hilfe meiner Kräfte schleife ich ihn in die dunkle Nische hinter der Tür, in der ich mich eben noch verborgen gehalten habe. Trotzdem nehme ich mir Zeit, um seinen Puls zu fühlen. Sein Herz schlägt gleichmäßig. Nun muss ich nur noch zurück zu Camellia und die anderen befreien. You are too nice. You're way too nice. Ich hätte gesagt, so klein mal. Camellia schließt zu mir auf. Und, hast du eine Chipkarte klauen können? Ja, der Tempelritter, dem ich sie abgenommen habe, sollte uns keine weiteren Probleme bereiten. Sehr gut. Dann nichts wie los. Öffnen wir die Zellen und verschwinden von hier. Dank der Chipkarte brauche ich nur wenige Minuten, um alle Zellen zu entriegeln. Yes. Bei jeder Tür hoffe ich, dahinter Leifen, Huang Chu und Matthew zu begegnen. Doch als ich das Ende des Flurs erreiche, muss ich der Realität ins Auge sehen. Sie sind nicht hier.
Keiner der Fairies, denen ich zur Freiheit verholfen habe, kommt mir bekannt vor. Wo stecken sie bloß? Irgendwo müssen sie doch sein. Da fällt mir auf, dass nur eine Handvoll Fairies ihre Zellen verlassen haben. Ich hätte erwartet, dass die Gefangenen umgehend nach draußen stürmen. Ja, manche sind komplett gebrochen und sagen einfach, sie wollen, dass es ein Ende nimmt. Come on now. Aber nein, sie reagieren kaum, als würden sie nicht begreifen, was um sie herum passiert. Verblüfft drehe ich mich zu Cameria um. Hast du es ihnen in meiner Abwesenheit nicht erklären können? Sie haben mir nicht richtig zugehört. Dazu sind sie einfach zu erschöpft. Kannst du versuchen, sie zu überzeugen, dass das hier keine Falle ist? Dass die Zeit drängt? Die Templer meinten, dass Huang Chu in einer Zelle sitzt, aber sie ist nicht hier. Folglich muss es noch einen weiteren Zellenblock geben. Ich muss die Fairies dort auch befreien. Bestimmt hält man Matthew und Leighton am selben Ort fest. In Ordnung, ich versuche ihnen die Situation zu erklären. Ich muss nur erst meinen Baum wiederfinden. Er ist ganz nah, ich kann es spüren. Unsere Verbindung ist geschwächt, aber sie ist immer noch aktiv. Und die anderen Hamadriaden? Sind ihre Bäume in Eldaria geblieben? Ja, die Versuche der Menschen haben sie irgendwann am Leben gehalten. Keine Ahnung, was für eine Magie das ist, aber lange halten sie das nicht mehr durch. Sie müssen so schnell wie möglich zu ihrem Wald zurück. Okay, wir brechen zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf. Pass gut auf dich auf. Wenn du auch nur das leiseste Geräusch hörst, geh sofort in Deckung. Das ist nicht das erste Mal, dass ich mich in feindlichem Gebiet aufhalte, Simona. Nein, ich weiß, du siehst nur so geschwächt aus und es geht mir schon viel besser. Das muss an der Wut liegen. Vor unserem Ausbruch hatte ich mich komplett meinem Schicksal ergeben. Doch nun bekomme ich von Sekunde zu Sekunde mehr Lust, sie für ihre Verbrechen büßen zu lassen. Ich nicke entschlossen. Endlich klingt sie wieder wie die alte Cameria. We love it. Poor her. I feel so bad. Ich will sie endlich in ihrem alten Outfit sehen. I can't with this hospital robe. Ich bin bald, bald, ich bin bald, bald, oh, egal. Ach, Leute. Rechtschreibung. Ich bin bald mit Unterstützung zurück. Bis dahin solltet ihr bereit sein, sofort aufzubrechen. Das schaffen wir. Die, die noch laufen können, stützen die anderen. Ich nicke zur Zustimmung. Ich muss mich beeilen. Run, Bitch. Run. Mit wild klopfendem Herzen sehe ich mich um. Tatsächlich ein weiterer Zellenblock. Hier muss Huang Chu irgendwo sein. Ebenso wie die Jungs. Warum sollte man sie anderswo gefangen halten? Ich mache ein paar Schritte durch den Gang. Es ist kein Laut zu hören. Die ersten Zellen stehen alle leer. Mein Herzschlag wird immer heftiger. Wenn die anderen nicht hier sind, wie sollen wir sie dann jemals wiederfinden? Wenn wir gezwungen wären, ohne sie aufzubrechen, ich will gar nicht daran denken. Beim Weitergehen muss ich mich zwingen, nicht zu rennen. Ich darf keine Geräusche machen. Wenn sie mich hier entdecken. Beim Vorbeigehen höre ich plötzlich, wie sich in einer der Zellen etwas bewegt. Oh mein Gott, nicht diese Bitch. Wir kennen uns doch, oder? Ich könnte schwören, dass ich erkenne ihn sofort. Dieser Mann hat das Bataillon geführt, das uns im Wald überfiel. Du warst das. Du bist die, die uns im Wald angegriffen hat. Ja, na sicher doch. Ihr habt euch lediglich verteidigt. Und die Wachmänner, die ihr getötet habt, haben euch bestimmt brutal angefallen. Ebenso wie die übrigen Fairies, die hier dahin vegetieren und von euch gefoltert werden. Alles böswillige Angreifer, die ihr glücklicherweise überwältigen konntet. Schon gut, ich hab's verstanden. Den Zynismus kannst du dir sparen. Mag sein, dass wir diejenigen waren, die diesen Konflikt vom Zaun gebrochen haben. Und ich bereue es zutiefst, das kannst du mir glauben. I don't buy shit. Ich trete näher an ihn heran. Er sieht extrem ausgemergelt aus. Bitte was? I don't know what to say. Was machst du hier? Warum hat man dich eingesperrt? Dreimal darfst du raten. Ich bin mit 20 Männern losgezogen und mit 4 zurückgekehrt. Und deine kleinen Freunde haben mich in diese Lage gebracht. Euretwegen ist unsere Mission fehlgeschlagen. Er wollte nicht mit sich reden lassen. In seinen Augen war ich persönlich für diesen Misserfolg verantwortlich. Ich habe angeboten, mein Abzeichen zurückzugeben, mich vom Orden ausschließen zu lassen. Stopp, ich habe weder Zeit noch Lust, mir deine Geschichte anzuhören. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Nach mehreren Personen, um genau zu sein. Zwei Männer und einer Frau. Ich habe nur eine Frau gesehen. Gibberlin hat sie vorhin vorbeigeführt. Als sie meine Zelle passiert haben, habe ich sie erkannt. Sie war bei dir als ihr. Sie war mit dir zusammen im Wald. Dann ist Huang Chu also tatsächlich hier. Ausgezeichnet. Wenn du mich befreist, bringe ich dich zu ihrer Zelle. Die ist doch garantiert in diesem Gang. Warum brauche ich dich dafür?
Er legt die Stirn in Falten. Haha, selber schuld. Hätte er seine Karten mal besser nicht so schnell ausgespielt. Schön, du brauchst mich nicht, aber es wäre nett von dir, wenn du mich befreien würdest. Sicher, zu 1000% nicht. Du hast mich attackiert, Bitch. Du würdest das als Moment sehen, um uns auszuliefern, damit du hier raus kannst. Nö. Nichts garantiert mir, dass ich dir vertrauen kann. Hör zu, es stimmt, dass du und ich in der Vergangenheit ein paar Meinungsverschiedenheiten hatten. Ein paar Meinungsverschiedenheiten. You shot me, bitch. Benutzen alle Tempelritter so viel Euphemismen? Keine Ahnung, ich kenne das Wort nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass wir auf unterschiedlichen Seiten standen, okay? Aber wenn du gegen die kämpfst, die mich hier eingesperrt haben, dann macht mich das zu deinem Verbündeten. Der Feind meiner Freunde ist mein Freund, verstehst du? Nein, der Feind der Feinde ist dein vorübergehender Verbündeter, solange es dir in den Kram passt. Love it. You know? Ich feiere sie, wenn sie wütend ist. Dann feiere ich sie, weil dann ist sie wortwörtlich sachlich und klar. Sassy, savage, alles. Wir stehen nicht auf derselben Seite, das wären wir nie. Na schön, wenn dir das lieber ist, dann sind wir eben nicht auf einer Seite. Trotzdem verfolgen wir die gleichen Interessen. Ich will einfach nur weg von hier. Ich wüsste nicht, inwiefern dein Entkommen in meinem Interesse sein sollte. Keine Ahnung, Gutherzigkeit vielleicht. Du gehörst doch zu den Guten, oder nicht? Du gehörst zu den Bösen. Das macht uns zu Feinden. Ich bin Mitglied der Garde. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet. Ich stehe auf meiner eigenen Seite. Na, perfekt. Wenn du mich befreist, hast du einen Verbündeten. Ich würde darüber nachdenken, aber wahrscheinlich nicht für lange. Ich habe deinetwegen schon genug Zeit vergeudet. Er schüttelt verärgert den Kopf und zieht sich ins Innere seiner Zelle zurück. Ich wende mich ab und setze meinen Weg durch den Flur fort. Er hat angeblich nur Huang Chu gesehen. Wo stecken die Jungs? Mit klopfenden Herzen spähe ich aufmerksam in jede einzelne Zelle hinein. Leer, leer, leer. Oh, Simona, ich muss schon sagen, das ist eine überaus angenehme Überraschung. Huang Chu, ist alles in Ordnung? Haben sie dir wehgetan? Um jetzt ehrlich zu sein, war ich schon am Verzweifeln. Was hast du da für Flecken? Ich blicke auf mein T-Shirt hinab, das hatte ich schon fast vergessen. Ah, das ist nichts, ich habe mich ein wenig darauf übergeben. Oh, dann nimmst du es mir hoffentlich nicht übel, wenn ich dir das nicht. Dass ich dir nicht um den Hals falle. Bitch. Wie? Nein, bleib, wo du bist. Ich mach dir auf. Ist alles okay? Geht's dir gut? Immerhin kann sie aufrecht stehen. Sie ist nicht ganz so kraftlos wie die anderen. Nachdem ich die Tür entriegelt habe, tritt die Feng Wang schwankenden Schrittes auf den Gang heraus. Gut geht es mir nicht, aber es wird schon gehen. Ich werde es überleben. Offen gestanden habe ich weit Schlimmeres erwartet. Als sie gestern hier ankam, hat mich einer der Tempelritter erkannt. Waren Leifton und Matthew bei dir? Sind sie ebenfalls hier? Leifton war mit mir zusammen, aber Matthew war nicht dabei, nein. Und ich habe die Tempelritter untereinander reden hören. Einen Menschen haben sie nie erwähnt. Aber wo ist er dann? Er war doch bei euch, als ihr angegriffen wurdet. Leute, ich habe Angst. Was ist, wenn Merk ein Tempelritter ist? Er ist doch ein Mensch. I'm scared. Er wollte ja auch nicht mit denen kämpfen. I'm so scared. Und er wollte nicht zur Erde kommen, weil er Angst hatte. Oh, Bitch. Als ich gestern mit Nevra und Lance zusammenstieß, war er nicht länger bei ihnen. Vielleicht ist er wieder abgehauen, wie damals im Wald. Hier ist er jedenfalls nicht, da bin ich mir fast hundertprozentig sicher. Und diesmal kann er uns keine Jin-Geschichte auftischen. Aber egal, ich will wissen, warum du hier bist. Dann hast du nach dem Angriff auf uns, also Nevra und Lance, wiedergefunden. Ja, und wir haben meinen Vater um Hilfe gebeten. Und der hat uns hergebracht, um eure Befreiung zu organisieren. Sekunde, was? Wie meinst du das? Wie hängt dein Vater damit drin? Soweit ich das verstanden habe, ist er hier der Boss. Autsch, das war sicher nicht leicht zu verdauen. Ich ziehe die Augenbrauen hoch, wie um zu sagen, das ist noch untertrieben. Dann habt ihr also einen Vertrag mit ihm ausgehandelt, um unsere Befreiung zu verwirken? Nein, er hat uns angelogen. Er wollte uns weismachen, dass ihr von anderen Leuten entführt worden wärt. Von ehemaligen Tempelrittern, die sich vom Orden abgespalten hätten, ist jetzt auch egal. Es hat eh nichts davon gestimmt. Navarons und ich sind heute Morgen in den Büroräumen, oberhalb dieser Kerker eingetroffen. Mein Vater hat mir eine Menge Dinge erzählt, die mich wohl überzeugen sollten, der Tempelrittern beizutreten. Ich wollte noch draußen, um in Ruhe nachzudenken, als ich plötzlich aus dem Keller Geräusche gehört habe und hinabgestiegen bin.
Ich wurde gefangen genommen, habe Camiria wiedergefunden, wir sind entkommen und bin ich hier. Camiria? Ist das nicht die reisende Hamadryade, die früher Mitglied in der Obsidian-Garde war? Weißt du davon? Dann erzähle ich dir alles später. Erstmal müssen wir hier raus. Ich weiß nicht, wo Leften steckt und wo sich Nevra und Lance gerade aufhalten. Kann ich auch nicht sagen. Aber eigentlich müssten sie sich alle in diesem Gebäude befinden. Lass uns erst diesen Zellenblock fertig absuchen und dann zu Camiria zurückkehren. Du hast recht, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich folge dir. Sie begleitet mich bis zum Ende des Flurs. Die Zellen sind entsetzlich leer. Wo sind sie? Wo sind sie bloß? Erneut fühle ich Panik in mir aufsteigen. Where is my honey? Wenn sie nicht hier sind, wenn man sie bereits. Hör auf, Simone. Sowas darfst du gar nicht denken. Das führt doch zu nichts. Ich habe die Tempelritter über dich reden hören. Sie sagten, dass sie dich verhört hätten. Ja, irgend so ein Typ hat mich erkannt. Er gehörte zu der Kommandotruppe, die uns im Wald begegnet ist. Sie haben mich in eine Verhörkammer geführt, um mir Fragen zu stellen. Sie wollten wissen, wer wir sind und wie wir uns organisieren. Ob wir viele Mitglieder haben, ob wir alle unsere besondere Kräfte verfügen, diese Art Dinge. Während ich ihr zuhöre, nehme ich nacheinander die Distanzellen in Augenschein leer. Alle leer. Sie haben sich abgelöst, um mich die ganze Nacht lang verhören zu können. Ach, sie haben mir gedroht, haben mich am Schlafen gehindert. Und wie du dir sicher vorstellen kannst, habe ich ein paar üble Schläge wegstecken müssen. Ich bringe keine Erwiderung zustande. Wir anderen drei haben die Nacht beim Vater verbracht. Ich habe nichts gesagt, das heißt nichts verraten. Beleidigt habe ich sie nach Herzenslust. I love her. Irgendwann sind sie der Sache überdrüssig geworden. Sie begannen darüber zu diskutieren, ob sie mich töten sollten. Meine Kehle ist wie zugeschnürt, das muss grauenvoll gewesen sein. Ich habe sie sogar dazu ermutigt. Ich war nämlich nicht sicher, noch viel länger durchhalten zu können. Weißt du, wenn man dich mit permanenten Ohrfeigen vom Schlafen abhält, dann wird dir irgendwann bewusst, dass du einknicken wirst. Ihre Stimme klingt gelassen wie bei einer simplen Feststellung. Mir gefiel ja das Blut in den Adern. Und diese Zellen sind alle leer. Ist es niemand hier? Letztendlich haben sie entschieden, mich einzusperren, nur für den Fall, dass sie noch etwas aus mir herausbekommen. Keine Ahnung, was sie damit gemeint haben. Sie entziehen den Fairies ihr Mana. Dafür schwangen sie sie auf eine Maschine. Bei der Erinnerung an die gekreuzigte Brownie wird mir ganz schlecht. Was? Wie abartig ist denn das? Wozu machen sie das? Ich glaube, dass sie lernen wollen, das Mana für ihre Zwecke einzusetzen. Es ist eine unglaublich ergiebige und saubere Energiequelle. Ich schüttle den Kopf, wir sind am Ende des Flusses angelangt. Sie sind nicht hier. Meine Kehle ist trocken und meine Hände zittern. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich weiß nicht. Sie sind nicht hier. Was machen wir jetzt? Du meinst doch, dass Nevra und Lance in den oberen Stockwerken sind. Und dann sollten wir als erstes zu ihnen gehen. Ja, du hast recht, vielleicht haben sie einen Plan. Wir müssen nur vorher Camiria finden und es ihr sagen. Aber wenn wir hier bleiben, laufen wir Garantie den Templern in die Arme. Ich weiß doch auch nicht. Meinst du, dass es besser ist, wenn wir zusammenbleiben? Ich bekomme keinen klaren Gedanken zustande. Ich verstehe nicht, wo man die anderen hingebracht hat. Ich bin völlig planlos. Mir wird klar, dass ich nicht den leisesten Schimmer habe, was als nächstes zu tun ist. Ich war so auf unsere Flucht fixiert, dass ich gar nicht darüber nachgedacht habe, was wir in diesem Fall machen sollen. Es kommt mir so vor, als wären wir geradewegs in einer Falle getappt. Wie sollen wir bloß aus diesem Gebäude entkommen? Wie sollen wir die anderen finden? Wie? Chuang Chu schnipst zweimal mit den Fingern von meinem Gesicht. Hey, hey, Simona, du machst das super, okay? Die Situation ist bereits um Weilen weniger katastrophal, als sie es noch vor 20 Minuten war. Und das ist allein dein Verdienst. Nimm die Dinge, wie sie kommen. Wir werden Camiria finden und sie auf den neuesten Stand bringen. Dann holen wir den Vampir und den Drachen und durchsuchen diesen Ort. Wir werden Leften finden und von ihr verschwinden, ehe es zu weiteren Problemen kommt. Wir können sogar die Tempelritter verhören, um diese Angelegenheit ein für alle Mal auf den Grund zu gehen. Um ein oder zwei von ihnen würde ich mich gern persönlich kümmern. Love it. Love it so much. Ich nicke heftig. Ich darf nicht den Kopf in den Sand stecken. Na dann los. Geh du vor. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen.
Eilig lege ich den Weg durch den Flur zurück. Die Feng Guang folgt mir auf dem Fuße. Ich kann nicht umhin, erneut jede einzelne Zelle zu kontrollieren. Vielleicht ist mir etwas im Gang, eine Gestalt, ein Umriss. Nur der Kerl. Jo. Hey, ah, du hast eine Freundin wiedergefunden. Ich freue mich für euch. Warst du nicht der Anführer des Bataillons, der uns im Wald überfallen hat? Hätte nicht gedacht, dass ihr alle so ein gutes Gedächtnis für Gesichter habt. Träum ich oder soll das ein Witz sein? Ich wollte nur die Stimmung auflockern, da wir einander ja sozusagen auf dem falschen Fuß erwischt haben. Wrong! Du hast zwei unserer Wachen getötet und Simona beinahe auch. Ich sag ihr nicht, dass ich die reine Unschuld bin. Sorry. Die Ironie in diesem Spiel. Ich erkenne meine Verfehlung an. Tut doch nicht so, als wären euch das Töten zuwider. Ihr habt 16 meiner Männer auf dem Gewissen. Mach ich deswegen vielleicht eine Szene? Huang Chu Bethorn, der Mann wendet sich an mich. Du musst dann wohl Simona sein. Freut mich sehr. Ich bin Georik. Habe ich mir nicht unbedingt ausgesucht. Wir müssen unseren Namen aus einer Liste wählen. Aber egal. Und du, junge Lady, wie heißt du? Moment mal, wir sind nicht gekommen, um Freundschaft zu schließen. Simone und ich haben das schon besprochen. Sie ist ganz deiner Meinung. Aber wenn ihr mich befreit, gewinnt ihr einen wertvollen Verbündeten. Die Feng Huang kneift die Augen zusammen, zieht sich das Eingebuck ernsthaft in Erwägung. Huang Chu, du denkst doch nicht etwa darüber nach, ihn laufen zu lassen, oder? Tatsache ist, dass wir in dieser Welt zu wenig Verbündete haben. Eben das Gleiche habe ich mir auch gedacht und darum, Schnuder! Er ist uns zu nichts nütze. Entweder ist er noch auf ihrer Seite und damit unser Feind, oder er würde verstoßen und ist wertlos für uns. Eine gute Tat wird immer belohnt, wisst ihr? Nein, das Sprichwort lautet, eine gute Tat bleibt niemals ungestraft. Ja. Ich hab's nicht so mit literarischen Spitzfindigkeiten. I can't. Dieser Soldat. Huang Chu, was willst du tun? Willst du ihm auch rein? Ehrlich gesagt, ist das dein Problem? Ich habe darüber nachgedacht und das ist mir egal. Wenn du ihm allerdings öffnen solltest, möchte ich nicht, dass er uns folgt. Es könnte eine Falle sein. Kein Problem, ich kann ihn ausnocken, bevor ich ihn raushole. Aber wenn ihn jemand sieht, wird man ihn doch sofort wieder einsperren, oder? Das ist das Beste, was ich für ihn tun kann. Ich werde ihm nicht meine Chipkarte überlassen. Also wunderbar. Klingt, als hätten wir alle einen Kompromiss gefunden. Ich seufze tief. Ich habe wirklich keine Zeit, das für und wider abzuwägen. Sorry, aber mir ist sehr viel wohler, wenn ich dich weiterhin eingesperrt, weißt du? Na schön, tritt an das Gitter heran, dann werde ich dich für ein paar Stunden einschläfern. You know what? Sofort geht Görek hinter den Güterstäben auf die Knie. Meine Hand beginnt Funken zu sprühen und ich halte sie ihm an den Kopf. Das werdet ihr nicht bereuen, ich verspreche euch das. Ein blitzender Energiestoß schneidet ihm das Wort ab und lässt ihn bewusstlos zur Seite sacken. Ich sperre die Tür auf und ziehe seinen Körper mit Huang Chu Hilfe auf den Gang hinaus. Die Zeit wird uns sagen, ob diese gute Tat ungestraft bleibt. Okay, und jetzt nichts wie weg hier. Er hat uns lange genug aufgehalten. Run, Bitch. Das Die Bitches. Solche Bitches. Hä, wir sind doch in. Warte mal. Ja, da sind sie ja alle. Kamiri auch. Und sie hat ihren Baum wieder gefunden. Oh, der Transport bereitet ihr sichtlich Mühe. Kamiri, ist alles okay? Ist dein Baum noch heil? Heil nicht, aber im Leben, so wie ich. Wenn wir es schaffen, in unsere Welt zurückzukehren, sollte ich mich wieder mit ihm verbinden können. Hallo Cameria, ich bin Huang Chu, die kleine Schwester von Huang Hua. Freut mich sehr. Ist sonst niemand bei euch? Du meinst doch das, wir wissen nicht, wo man sie hingebracht hat. Jetzt müssen wir erstmal zurück zu den Jungs. Wir werden das Gebäude durchsuchen. Irgendwo müssen sie ja stecken, womöglich in den oberen Etagen. So leid es mir tut, Simona, aber ich glaube nicht, dass Matthew hier ist. Ich habe ihn nicht gesehen, als wir entführt wurden, und auch nicht, während ich hier war. Die Tempelritter scheinen nicht mal über ihn Bescheid zu wissen. Er ist verschwunden, als man euch angegriffen hat. Wo soll er denn sonst sein?
Keine Ahnung, ich sag nur das. Wir müssen das Ordenshaus sowieso durchsuchen wegen Lathan. Wenn von Matthew dann immer noch nichts zu sehen ist, reden wir weiter. Wie stellst du dir diese Durchsuchung vor? Ich dachte, wir fliehen. Fliehen können wir ohnehin nur über das Erdgeschoss. Da wir es so oder so zu einer Auseinandersetzung kommen. Wir können nicht alle zurück nach oben. Die werden uns abschlachten. Sieh uns doch an. Die Hälfte von uns kann sich nur mit Mühe auf den Beinen halten. Ich inspiziere die kleine Gruppe Fairies, die sich angstvoll hinter die Hamadryade geschart hat. Die abgemagerten Gestalten müssen einander stützen. Ihre Augen liegen tief in den Höhlen. Einige zittern vor Erschöpfung, als wären sie darauf und dran zusammenzubrechen. Amelia hat recht. Selbst wenn das Ordenshaus völlig leer wäre, wüsste ich nicht, ob sie es überhaupt all die Treppen hinaufschaffen. Ich weiß, darum müssen wir Nevra und Lawrence wiederfinden. Sie haben keinen Schimmer, was hier los ist. Sie glauben immer noch, dass die Leute hier unsere Verbündete sind. Ich glaube nicht, dass sie denken, dass sie unsere Verbündeten sind, nachdem sie unseren Vater so komisch angegrinst haben. Also angegrinst, genau. Wenn man ihnen noch nichts angetan hat, sollten sie die Templer problemlos ausschalten können. Ich klammere mich an die Hoffnung, dass ihnen nichts zugestoßen ist. Wenn sie Lawrence irgendwas angetan haben, dann kann ich für nichts garantieren. Dankeschön. Ich glaube, ich habe mich da schon geäußert. Aber was machen wir, wenn ihnen eben doch etwas zugestoßen ist? Dann setzt Prügel, Bitch. Dann setzt Prügel. Dann habe ich nämlich no patience anymore. Die haben mein Baby Lathan weggenommen. Keine Ahnung, ob jetzt Matthew einer der Templer-Ritter ist. Also, ich bin wirklich, ich liebe einfach Drama. Und ich habe das Gefühl, diese Geschichte nimmt einfach all meine Gedanken. Deshalb, ja. Wenn Nevra und Lance irgendwas zugestoßen ist, ich garantiere für nichts. Ich mache Karma. Presst die Zähne aufeinander, nicht willens, diesen Gedanken Raum zu ge geben. So einfach würden sie sich nicht überwältigen lassen. Im Ordenshaus wäre längst die Hölle los. Wir würden Schreie hören, Alarmsignale, rennende Wachen. Stimmt. Mit einem Mal zerreißt lautes Sirenengeheul die Stille im Keller. No. No. Not my babies. No. Mein Körper wird sofort stockschweigen. So. Alle Männer ins Erdgeschoss, dieses. Was? If you hurt my children. Hurt the love of my life? Ich garantiere für dich. Alle Männer ins Erdgeschoss, dies ist ein Code Blue. Ich wiederhole, ein Code Blue. Alle Männer ins Erdgeschoss. Sogleich gehen alle Fairies panisch in Deckung. Über das Sirenengeheul hinweg hören wir eiliges Fußgetrampel aus dem Korridor, der zum Bachraum führt. Hätten wir den Salat. Da hätten wir den Salat. Hast du einen Plan? Wir sind nicht bewaffnet. Eine Welle von Angst erfasst und überkommt die Kontrolle über meinen Geist. Camellia geht in Angriffshaltung und streckt in einer lächerlichen Geste die Fäuste aus. Ich drehe mich zu dem Flur um, der zum Wachraum führt. Wir müssen sie aufhalten, eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Ich beschwöre eine Leier aus weißer Energie herauf und bereite ihn schützend um uns alle. Er wird halten, solange er hält. Und dann. Camellia, führ sie zu den Treppen. Es ist der einzige Ausgang. Wir werden alle sterben. Das ist doch zwecklos. Und was schlägst du vor? Sollen wir warten, bis Simona keine Energie mehr hat und uns unserem Tod ergeben? Wir töten so viele, wie wir können. Und steigen erst dann hinauf. Halt, was ist das nun schon wieder? Die Schritte halten schlagartig inne. Durch den leuchtenden Schutzschild sind etwa 20 Männer auszumachen. Ich habe nicht die geringste Lust, all diese Menschen umzubringen. Ich traue mich auch gar nicht, einen Energiestrahl auf sie abzufeuern, aus Angst, mein Schutzschild zu schwächen. Wir können versuchen, langsam zur Tür zurückzuweichen. Ob oben sehen wir dann weiter. Glaubst du wirklich, dass du all diese Männer aus dem Gebäude vertreiben kannst? Keine Ahnung. Alle töten kann ich jedenfalls nicht. Bezirksprotokoll aktiviert. Jeden Eindringling ohne Vorwarnung erschießen. Bitch! Im nächsten Moment ist die Luft von Gewehrslaven. Was? Von Gewehrsalven? Und dem Geruch des Schießpulvers erfüllt. Bitch! Die Fairies werfen sich zu Boden und versuchen schreiend ihre Köpfe mit den Händen zu schützen. Die Kugeln prallen, donnern von meinem Schutzschild ab. Ich fühle jeden einzelnen Schlag. Ich werde nicht. Lange werde ich das nicht durchhalten. Huangchu greift nach meiner Hand. Und ich bin mir beinahe sicher, dass ihr
dass ihre Geste nichts mit Mana zu tun hat. Vielleicht hat sie Angst, vielleicht will sie mir auch einfach ihre Unterstützung zusichern. Womöglich gibt mir das die Kraft, so lange standzuhalten, bis ein Wunder geschieht. Ich drehe mich zur Tür um. Wir müssen den Rückzug antreten, sonst. Da wird die Tür so heftig aufgerissen, dass sie laut gegen die Wand donnert. Ein beängstigendes Grollen lässt die Gewölbe zittern. Ich hoffe wirklich, dass es leise ist. Why am I like this? Die Gewehrsalven verstummen fast augenblicklich und eine bleierne Stille senkt sich über den Raum. Ja! Ja! Oh, Lance, my love! Oh, Snob, you came! Okay. Kaum habe ich Lance Gestalt erkannt, hat er sich auch schon verwandelt. Yes, bitch! Yes, bitch! Oh, Lance! Oh, my love! I'm so happy to see you! Hey Leute, ihr könnt nicht sehen, wie sehr ich gerade grinse, Alter. My baby's back. Zwischen diesen Mauern wirkt er sogar noch riesiger als gewöhnlich. Sein Kopf stößt an die Decke. Mit einem weiteren lauten Brüllen stürzt er auf unsere Angreifer zu. Bitch! Rückzug, Rückzug, nichts wie weg, das ist der Drache von dem Ghibellin erzählt. Bitte? Das Ende des Satzes wird von einem Schwall ausgestoßener Flamme übertönt. Come on, bitch! Die Männer stieben völlig unkoordiniert in alle Richtungen davon. Mein leuchtender Schutzschild löst sich auf. Lange hätte ich ihn nicht mehr aufrechterhalten können. Lance nimmt die Verfolgung auf und stürmt ihn durch den Flur hinterher. You know what? Lance, you are iconic. Iconic, iconic. Hey, wenn Lance da ist, dann müsste Nebra auch da sein, oder? Die waren doch zusammen. Am liebsten hätte ich ihn zurückgehalten, um ihn in meiner Nähe zu haben. Same. Ich muss mich an Huang Chu anlehnen. So wackelig bin ich plötzlich auf den Beinen. Ja! Leute, ich habe Angst. Ich schreibe die Geschichte. Ab sofort erzähle ich einfach meine nächsten Ideen und dann ist das eigentlich schon die Geschichte. Im nächsten Moment taucht Nav an meiner Seite auf. Ich brauche ein paar Sekunden, um es vollständig zu realisieren. Da sind die beiden ja. Lance ist auch hier und es geht ihm gut. Vor lauter Erleichterung möchte ich am liebsten weinen. Same. Wir sind nicht länger auf uns allein gestellt. Nevra legt mir eine Hand auf die Schulter und nimmt mich kurz in Augenschein. Geht's dir gut? Was ist das denn? Du hast da was auf. Das ist nichts. Ich habe mich nur übergeben. Lass uns später darüber reden. Woher wusstet ihr, dass wir hier waren? Ich habe ein Gespräch mit angehört. Offenbar schließen sie die Tür nicht so gewissenhaft ab, wie sie sollten. Als wir in den Keller hinabsteigen wollten, haben sie versucht, uns aufzuhalten. Sie haben erneut diese kleinen Pfeile auf uns abgefeuert. Scheinbar lernen sie nicht aus ihren Fehlern. Umso besser für uns. Nebra, you are iconic. Ey, der sieht so hot aus mit diesem... Oh. No, I'm loyal. Wir müssen all diese Leute hier rausschaffen und dann müssen wir die anderen finden. Weder Matthew noch Leifton sind in den Gewölben. Leifton muss an einem anderen Ort im Gebäude sein. Und Matthew Huangchu denkt nicht, dass er hier ist. Wir haben keine Ahnung, wo er steckt. Ich habe seine Stimme jedenfalls nirgendwo im Gebäude gehört. Wenn er entkommen ist, als wir angegriffen wurden, sollte er ja nicht in Gefahr schweben. Huangchu, hast du alles, was du zur Portalöffnung brauchst? Nein, sie haben mir meine Sachen weggenommen. Sie müssten dort sein, wo Lance hingegangen ist. Dann folge ihm und hole, was du benötigst und beeil dich. Vermutlich ist bereits Verstärkung unterwegs. Wir können sie nicht alle besiegen. Huang Chu rennt in dieselbe Richtung davon, in die der Drache verschwunden ist. Sorry, ich stelle mir gerade richtig vor, wie Lance und Chu dich in den Raum blitzt mit seiner riesen Drachengestalt. Oh mein Gott. Sekunde mal. Dann suchen wir nicht nach den anderen. Bitte was, Bitch? Du willst Leifton hier lassen? Es tut mir leid, Simone, aber das können wir nicht. Das ist keine Entscheidung, die ich treffe. Es geht einfach nicht. Wir wissen ja nicht einmal, ob sie überhaupt hier sind. Es ist zu gefährlich. Wir müssen schleunigst von hier verschwinden. Es kommt bereits eine ganze Horde aus den oberen Stockwerken. Camellia, schön zu sehen, dass du lebst. Seid ihr imstande, uns zu folgen? Etwas anderes bleibt uns ja wohl kaum übrig.
In der Tat. Na dann hoch mit euch, wir brechen sofort auf. Cameria hilft den Ferries beim Aufstehen und erklärt ihnen die Situation. Vielleicht können wir uns aufteilen. Huang Chu führt Cameria und die anderen bis zum Portal. Und du, Lance und ich halten dich am Blindschach. Du kennst diese Welt besser als ich. Nehmen wir mal an, dass wir jede Person in diesem Gebäude töten können. Ich muss mich zurückhalten, nicht angewidert das Gesicht zu verziehen. Das möchte ich unbedingt vermeiden. Kannst du nicht, Bitch? Die wollen euch umbringen. Töten oder getötet werden. Was würde da auch passieren? Wie nanntest du eure irdische Garde noch gleich? Die Polizei. Sicher, irgendwer würde sie definitiv rufen, aber... Ich bringe meinen Satz nicht zu Ende. Es würde zweifellos riesige Kollateralschäden geben. Was dann? Überlassen wir sie einfach ihrem Schicksal? Überlassen wir sie den Tempelritter? Wir werden wiederkommen, um sie zu holen. Aber jetzt müssen wir auf dem schnellsten Weg zum Portal. Ich beiß mir auf die Lippe. Ich weiß auch keine Lösung. Er hat recht. Wenn wir noch länger hier bleiben, schaffen wir es vielleicht nicht heil nach Hause. Oh, Lance. Ich will nicht Leighton hier lassen. I'm so sad right now. In diesem Moment kehren Lance und Huang Chu aus dem Wachraum zurück. Bitch, beide rennen eilig auf uns zu. Ich laufe Lance entgegen, um ihn in meine Arme zu ziehen. Er umschlingt mich und presst mich fest an sich. Geht's dir gut? Haben sie dir irgendwas getan? Dazu hatten sie gar keine Gelegenheit. Wir sind in Rekordzeit geflohen. Weniger habe ich von dir auch nicht erwartet. Seid ihr bereit zum Aufbruch? Ich nicke schweren Herzens. Wir kommen wieder. Wir kommen euch holen. Cameria, wie sieht's aus? Können alle laufen? Nicht alle. Ich fürchte, dass die Kinder... Ihre Eltern werden es nicht schaffen, sie zu tragen. Jedenfalls nicht alle. Die Kinder in der Gruppe sind entsetzlich klein. Sie sehen uns aus großen, verständnislosen Augen an. Ja, dann müssen wir sie halt tragen. Der Vampir geht zu einem von ihnen, einem jungen Elf hinüber und hebt ihn auf den Arm. Die Schwester des Kleinen blickt flehend zu ihm auf und streckt die Arme nach ihm aus. Er verlagert das erste Kind auf seine Hüfte und hebt auch die Kleine hoch. Wang Chu, Cameria, helft mir, wenn ihr euch dazu in der Lage fühlt. Die beiden Frauen tun es ihm gleich. Cameria kann aufgrund ihres Zustands nur ein Kind tragen, of course. Ich habe angenommen, dass auch Wang Chu zu entkräftet sein würde, aber die Kleinen sind so abgemagert, dass sie es schafft, zwei von ihnen zu tragen. Und da sieht so aus, als müsstet ihr den Großteil des Kampfes allein bestreiten. Das dürfte kein Problem sein. Diese Menschen sind so einfach zu beeindrucken. Blaue Flammen zügeln auf seinen Händen, seinen Armen und seiner Brust. What? Das wäre gerade so cool zu sehen. Ich konzentriere mich, um aufs Neue meine Kräfte heraufzubeschwören. Ich hole tief Luft und schließe die Augen. Als ich sie wieder öffne, fällt mein Blick auf das ausgemerkelte Gesicht eines der Kinder, die sich angsterfüllt an der Brücke klammern. Erneut lodert glühender Zorn in meiner Brust auf. Und meine Hand beginnt, wilde Funken zu sprühen. Nevra presst die Zähne aufeinander und nickt zufrieden. Oh, love it, he's proud. Nun denn, wenn alle so weit sind, sollten wir wohl keine Zeit mehr verschwenden. Der Vampir neigt den Kopf zur Seite und scheint sich zu konzentrieren. Oben ist einiges los. Macht euch auf Widerstand gefasst, wenn ihr die Treppen hinaufsteigt. Ich gehe vor. Na los, ab nach oben. Beeilt euch. Ich steige hinter Lance die Stufen hinauf. Nevra, Cameria und Huang Chu sind nur wenige Schritte hinter mir. Ich kann sie hören. Ich werde euch warnen, bevor wir mit ihnen zusammenstoßen. Wir nehmen die Treppe mittlerweile im Eilschritt. Als ich hinabgestiegen bin, kamen sie mir endlos vor. Die Tür zum Erdgeschoss scheint sich Kilometer über uns zu befinden. Zum Verwandeln hat Lance hier keinen Platz. Dennoch zügeln die Flammen intensiv über seinen Körper. Der weiße Lichtstein, der von mir ausstrahlt, mischt sich mit ihrem flackernden Feuer. Zusammen kreieren sie auf den Wänden ein tanzendes Schattenspiel. Ihre Bewegungen in meinem äußeren Sichtfeld machen mich noch angespannter, als ich es eh schon bin. Während wir die Stufen hinaufpassen, ertönt plötzlich eine Wortstimme in den Tons. Macht euch bereit, wir begegnen ihnen. 3, 2, liebe Nora! Der Lauf eines Gewehrs schiebt sich um die Ecke des Treppenhauses. Oh, hell no! Die nach uns ausgesandte Kommandotruppe wird von blauen Flammenmeer in Empfang genommen. Yes! No! Panische Schreie hallen den ganzen Treppenhaus.
wieder. Kill them. Lance, hierfür? Hierfür ja. Hierfür ja. Dem, was die mit den Fairies gemacht haben. Lauder dann. Du hast mein Segen. Rückzug, Rückzug, du wirf eine Granate. Bitte was? Verwirrt dreht sich der Drache zu mir um. Oh, dieses Wort kennt ihr nicht. Oh, hell no. Ich strecke die Hand nach ihm aus, um ihn davon abzuhalten, eine weitere Salve Flammos abzufeuern. Obwohl ich nicht genau weiß, wie eine Granate funktioniert, ist das mit Sicherheit keine gute Idee. Girl, ich kann dir sagen, wie eine Granate funktioniert. Ich habe nie eine Granate benutzt, aber ich hab's gesehen in Filmen. Ich weiß, bei einem Feuerlöscher ist so eine Sicherheitshantierung drin, ja? Bevor man den Feuerlöscher benutzen kann, muss man den rausziehen. Und bei einer Granate, das ist eine runde Kugel, dort ist auch Sicherheitsschutz da. Den muss man rausziehen und dann in 3 Sekunden geht, was im Umfeld ist, in die Luft. Ein Klicken ist zu hören und dann landet, siehst du? Ein Klicken ist zu hören, dann landet ein metallisches Objekt auf den Stufen vor uns. Es kommt auf dem Boden zu liegen und dreht sich wild um die eigene Achse. Zum Nachdenken bleibt mir keine Zeit. Ich folge einfach meinem Instinkt. Sofort umhülle ich die Granate mit einem Schutzschild. Yes! 3 Sekunden lang ist es beängstigend still. Alle starren wie atemlos auf die Lichtkugel. Niemand von uns weiß, ob meine Kräfte ausreichen, um die Explosion in Schach zu halten. Als die Granate losgeht, spüre ich die Schockwelle so deutlich, als ginge sie durch jeden einzelnen meiner Knochen. Oh shit. Doch der Schild hält ihren Stand. Yes! Und verflüchtigt sich schließlich zu einer schwarzen Rauchwolke. Juhu! Um uns den Überraschungseffekt zunutze zu machen, brechen der Drache und ich sofort vorwärts. Was zur Hölle? Was machen wir jetzt? Du hältst die Schnude und stirbst. Das von Nance ausgesandte Flammeninferno erwischt die Tempelritter und vorbereitet ihr Erstbild. Diejenigen, die versuchen, sich in Richtung Erdgeschoss davon zu machen, werden leichten Lichtstrahlen am Hinterkopf getroffen. Yes! Love it. Sie stürzen rücklings die Treppe hinunter. Innerhalb weniger Sekunden ist der Weg frei. Ciao, Bitches. Falls einige von ihnen noch immer bei Bewusstsein sind, so geben sie es zumindest nicht zu erkennen. An ihrer Stelle würde ich mich genauso machen. Ich drehe mich zu den anderen um, die ein Stück weiter unten auf uns warten. Alles gut, wir können weiter, die Gefahr ist abgewandt. Ich lasse meinen Blick über die auf der Treppe verstreut liegenden Templer schweifen. Sollte einer von denen versuchen, uns zu überrumpeln, wird der es bitter bereuen. Ich spreche absichtlich laut, damit mich auch ja alle hören. Einer von ihnen zuckt zusammen, bleibt jedoch weiterhin mit dem Gesicht auf dem Boden liegen. Es kommen noch mehr aus den ersten und zweiten Stücken. Wenn wir uns beeilen, schaffen wir es meiner Einschätzung nach vor ihnen zur Tür. Wir setzen uns hastig aufstieg fort. Doch kurz darauf ertönt hinter mir ein lauter Schrei. Ich drehe mich um. Ein am Boden liegender Tempelritter hat eine Hamadriade am Knöchel gepackt. Diese Bitches lernen es wirklich nicht. Ich schieße einen Lichtstrahl in seine Richtung ab. Kaum davon getroffen, lockert er auch schon seinen Griff. Die Hamadriade wirft mir einen dankbaren Blick zu. Oh, it's fine for you. Ich wende mich wieder dem Treppenaufgang zu. Wir gelangen in die Eingangshalle des Ordenhauses. Sie ist vollkommen leer. Die Tempelritter, mit denen wir zusammengestoßen sind, müssen von hier gekommen sein. Und all jene, die sich in den oberen Stockwerken befanden, stürmen wohl gerade durch das Treppenhaus nach unten. Die Tür ist nur noch wenige Meter entfernt. Wir haben es geschafft. Ich mache ein paar Schritte in die Halle hinein, damit die anderen das Treppenhaus verlassen können. Beeilen wir uns. Je schneller wir hier raus sind, desto besser. Ich muss an Matthew und Lathan denken. Wir kommen zurück, um euch zu holen. Na, Frau, bitte konzentrier dich nochmal. Bist du sicher, dass du weder Lathan noch Matthew hören kannst? Ich will nicht gehen, ohne dass wir die geholt haben. Ich mag das nicht. Das wäre wie, als ob wir die Leute, die wir liegen, einfach so im Sterben zurücklassen. Nee. Aber ich habe das Gefühl, ich muss das machen. Komm zurück, um euch zu holen. I love you too. And I'm so sorry. Never winnt 2 Hamadriaden zu sich heran und überreicht ihnen die Kinder, die er auf den Armen hält. Danke. Geht das so? Schafft ihr es? Die beiden Frauen knicken unter dem Gewicht der Kleinen ein, finden aber wieder ins Gleichgewicht zurück. Wang Chu, bring die anderen schnell hier raus. Macht euch auf den Weg zum Portal, wir kommen nach. Versucht gar nicht erst leise zu sein, dafür ist es zu spät. Lauft so schnell ihr könnt.
Die Fengua akzeptiert Nevers Anweisung, ohne weitere Fragen zu stellen, und stürzt sofort zum Eisgang, dicht gefolgt von den befreiten Fairies. Was machst du da? Was hast du vor? Ich will nur ein letztes Mal versuchen, sämtliche Geräusche im Gebäude wahrzunehmen, wenn ich Laefton oder Matthew hören kann. Ich will mich nur vergewissern. Unter der Führung von Huang Chu verlassen alle Fairies das Gebäude, nur wir drei bleiben in der Eingangshalle zurück. Nevra neigt den Kopf zur Seite und schließt die Augen. Gleich sind sie hier. Sie kommen die Treppe herunter, langsamer als ich angenommen hätte. Sie müssen das Echo unseres Kampfes gehört haben. Sie sind auf der Hut. Aus den oberen Stockwerken ist nichts zu hören, auch nicht dein Vater. Sonst höre ich nichts, weder Laefton noch Matthew, sie sind nicht hier. Die Vorstellung, ihre Gefährten zurückzulassen, scheint die beiden Männer ebenso zu bedrücken wie mich. Ich versuche gar nicht erst darüber nachzudenken, es wird mir schlecht. Wir haben keine andere Wahl, sie sind ja ohnehin nicht hier. Wir sollten los, ich würde ein weiteres Zusammentreffen mit den Templern lieber vermeiden. Du hast recht, trödeln wir besser nicht, je eher wir weg sind. Plötzlich erweckt etwas anderes meine Aufmerksamkeit und legt mich von Nevra, Lance und mir ab. Hä? Ich habe etwas gespürt, eine Art Ziehen. Als hätte sich ein Teil von mir mit einem Mal 6 Meter über uns materialisiert. Yes! Yes! Laefton ist hier, ist im Obergeschoss. Ich kann ihn fühlen, über unser Band, das der Engel oder das des Kristalls. Er ist hier! Ich kann ihn nicht hören, nicht das Geringste, bist du sicher? Und ob ich sicher bin? Etwas anderes kann es gar nicht sein. Warte, sie haben uns schon einmal kalt erwischt. Das ist womöglich eine Falle. Nein, es ist Laefton! Hundertprozentig! Er muss im Büro meines Vaters sein, darum kannst du ihm nichts hören. Wenn er im Büro deines Vaters ist, dann ist gewiss ein Dutzend bewaffneter Männer bei ihm. Sobald wir auf einen Fuß in den Korridor setzen, sind wir tot. Wir müssen ihn aber holen gehen. Wir können ihn nicht hier lassen. Wir kommen ihn holen, wenn wir den Überraschungseffekt auf unserer Seite haben. Dann ist es bestimmt zu spät! Die Chance, dass wir da alle lebend rauskommen, ist lächerlich gering. Sie werden ihn töten oder Schlimmeres. Willst du ihn wirklich unseren Feinden ausliefern? Sie werden ihn nicht töten, sondern als Geisel halten. Und was glaubst du, wie die Tempelritter ihre Geiseln behalten? Da hört das Ziehen in meiner Brust plötzlich auf. Ich nehme Laeftons Gegenwart nicht länger wahr. Das kann nur 2 Dinge bedeuten. Entweder hat er unsere Verbindung absichtlich unterbrochen, damit ich nicht nach ihm suche. Oder wenn es das nicht ist, dann würde er getötet. Es ist etwas passiert, er ist wie verschwunden. Lance, wir kommen. In wenigen Sekunden sind sie hier. Wir können sie schlagen, so wie wir schon mal getan haben. Und du wärst fast dabei gestorben. Das passiert uns nicht nochmal. Oh! Ich krieg die Kratzer. Oh, no! My baby! Laefton! I hate it! Lance, wir müssen jetzt los. Kontakt in 3, 2, 1. Nevra stürmt zum Ausgang, Lance' Flügel entfalten sich seinem Rücken. Während einer Kugelhagel an seinen Flügeln abprallt, schlingt mir der Drache einen Arm um die Taille. No, bitch! 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 Look at this! I'm sorry! Love it! She wants Laefton back, bitch. Nein, wir können ihn nicht aufgeben! Er ist hier! Er ist da oben! Er stürzt auf die Straße hinaus. Mir ist, als würden unsere Bewegungen in Zeitlupe ablaufen. Alles um uns herum explodiert. Die schicke Deko. Die Möbel von Kugeln durchlöchert. Wie ein ausstehender Beobachter sehe ich zu, wie ich um mich schlage, weil ich brülle, ohne zu wissen was, ohne zu wissen wozu. Doch so sehr ich mich auch nur zur Wehr setze, Lance ist einfach stärker als ich. Wir können ihn doch nicht einfach zurücklassen. Was wird mit ihm passieren? Ich höre, wie die Flügel in Lance Flügel einschlagen und sehe ihn vor Schmerz das Gesicht verziehen. Zieh die Flügel ein! Das war's, ich kann nichts mehr tun. Mich zur Wehr setzen bringt nichts, dafür ist es längst zu spät. Eine Sekunde nachdem Nevra ins Freie geschossen ist, passiert auch Lance die Tür. Das Sonnenlicht blendet mich, ich bin davon ausgegangen, dass es Nacht wäre, keine Ahnung warum. Lance bleibt Nevra dicht auf den Fersen, er trägt mich mit solcher Leichtigkeit, als würde ich gar nichts wiegen. So schnell sie können, biegen die beiden in die verzweigten Gassen der Altstadt ab.
Nachdem er mehrere Male abgebogen ist, wird Nevra langsamer und macht schließlich Halt. Lance stellt mich mit einem entschuldigenden Blick auf den Boden ab. Seine Flügel falten sich wieder auf seinen Rücken zusammen und verschwinden dann ganz. No, bitch. No, I'm not having it. Okay, hier sollten wir einigermaßen in Sicherheit sein. Sie werden kaum auf offener Straße auf uns zuschießen. Are you sure about that? Gestern Abend haben sie uns vor der Bibliothek angeguckt. Tell him. Da war es dunkel und es war kaum Menschen unterwegs. Das kann man nicht vergleichen. Trotzdem sollten wir keine Zeit verlieren. Vielleicht verfolgen sie uns. Möglich. Zum Trödern haben wir auch gar keinen Grund. Zumindest sind wir fürs Erste im Vorteil. Mein Herz schlägt so schnell, dass ich kaum höre, was sie sagen. Meine Kehle ist trocken und ich habe einen bitteren Geschmack im Mund. Es fällt mir wirklich schwer, das Positive in dem Ganzen zu sehen. Wir haben gefunden, wozu wir hergekommen sind. Aber dafür haben wir Matthew und Lefton verloren. Haben sie aufgegeben? Nevra kommt auf mich zu. Sein Gesicht ist verzerrt vor Schmerz. Ich, Simona, wir müssen weiter. Wir müssen zu den anderen. Sie können nicht weit sein. Sie hatten ja nur eine Minute Vorsprung vor uns. Ich habe ein paar Umwege gemacht, um mögliche Verfolger abzuschütteln. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht genau, wo wir uns befinden. Ich lasse meinen Blick umherschweifen. Diese Stadtteile kenne ich gut. Kein Problem, ich weiß, wo wir sind. Wir werden die anderen am Portal treffen. Glaubst du, dass der Huangchu dorthin zurückfindet? Ich mag den Gedanken nicht, sie ganz allein 30 oder 40 Ferries durch diese Stadt führen zu lassen. Kannst du sie nicht von hier aus hören? Sie anhand ihrer Stimme orten? Dazu ist es hier einfach zu laut. In diesem Stadtteil herrscht so viel Betrieb. Aber sie sollten doch nicht allzu schwer auszumachen sein. Immerhin sind es gut 30 Personen. Die meisten von ihnen gehen wahrscheinlich nicht als Menschen durch. Man sollte sie anhand der überraschten Ausrufe der lauten Fragen ausfindig machen können. Vielleicht haben die Leute sogar Angst vor ihnen. Kannst du drauf mal achten? Der Vampir schließt die Augen, um sich zu konzentrieren. Stimmt, wegen all der Hintergrundgeräusche verstehe ich zwar nicht genau, was gesprochen wird, aber ich glaube, ich höre Schreie und erschreckte Rufe. Kommt, gehen wir nachsehen, ob es sich tatsächlich um die anderen handelt. Islands, machen wir uns auf den Weg. I hate this so much. Ich folge Nevra blind, ohne wirklich auf die Straße zu achten. All die Anspannung der vergangenen 2 Tage fällt langsam von mir ab. Ich spüre, dass ich meine Energiereserven aufgebraucht habe. Mechanisch setze ich einen Fuß vor den anderen. Meine Beine tragen mich, ohne dass ich es ihnen befehle. Lance läuft direkt neben mir. Er wirft mir einen fürsorglichen Blick zu. Snob! Auch er sieht erschöpft aus. Tiefe Schatten zeichnen sein Gesicht. Seine blauen Augen sind geradezu stumpf, als hätten sie ihren Glanz verloren. Ich habe das Gefühl, dass er mir gerne etwas sagen oder mich an sich ziehen würde. Aber entweder traut er sich nicht oder findet nicht die richtigen Worte. Ohne meine Schritte zu verlangsamen, überbrücke ich den Abstand zwischen uns, um ihm etwas zuzuflüstern. Ich weiß, dass Nebra mich dennoch hören kann, aber wenigstens wird ihm so signalisiert, dass es ein privates Gespräch ist. I can't. Wir haben Leif dort gelassen. I'm broken hearted. Lance, du hast sicher gut daran getan. Ich meine, danke, dass du mich da rausgeholt hast. Es tut mir leid, dass ich Gewalt anwenden musste. Das mag ich nicht. Oh. Er hasst es jetzt, Gewalt anzuwenden. Love it. Love his change. Ich nicke leicht, auch ich mag das nicht. Ich habe dir ja leider keine Wahl gelassen, als ich Leftons Gegenwart gespürt habe. Ich verstehe vollkommen. Deine Reaktion ist absolut nachvollziehbar. Schnelle programmatische Entscheidungen zu treffen ist leider etwas, das man mit der Zeit lernt. Darum obliegen sie auch den Missionsleiter. Weil sie bereits an zahlreichen Expeditionen teilgenommen und mit eigenen Augen gesehen haben, welche Konsequenzen mit dem Herzen getroffene Entscheidungen haben können. Glaubt nur nicht, dass Nevra das so einfach wegsteckt. Ich linse zu dem Vampir hinüber, auch seine Bewegungen wirken mechanisch. Mit abwesendem Blick kratzt er sich an der Wange. Wir alle wünschen uns, dass unsere instinktiven Entscheidungen stets die richtigen sind. Aber so ist es leider nicht. Das hat auch Nevra auf die harte Weise lernen müssen. Ich nicke steif. Ich verstehe, was er sagt und weiß, dass er recht hat. In mir sträubt sich alles und ich fühle mich wie erdrückt. Verstehst du? Kurz flackert ein schmerzvoller Ausdruck in den Augen des Drachen auf. Das verstehe ich sogar sehr gut.
Aber es ist noch nicht vorbei. Erst wenn wir zu Hause sind, wenn wir Matthew und Layton gefunden haben, können wir diesem Kummer Raum geben. Plötzlich erwecken erstickte Ausrufe und beunruhigte Tuscheln meine Aufmerksamkeit. Hast du ihre Haare gesehen? Fast wie Blätter, oder? Was sind das für Leute? Diese Menschen reden garantiert über die Fairies. Sie können nicht mehr weit sein. Sie waren so abgemagert. Was ist bloß mit ihnen passiert? All the gossip, you know. All the gossips. Meinst du, sie ist vielleicht vom Zirkus? Ist das eine Art Aufführung, oder? Also, alles gut, mein Schatz. Du kannst die Augen jetzt wieder aufmachen. Bitch! Das ist eine Sekte. 100 pro Bitch! Klingt, als wären sie ganz in ihrer Nähe. Lasst uns da rechts abbiegen. Wir biegen um die Ecke und da sind sie. Etwa 30 auf ausgemergelte Personen, die sich mühsam die Straße entlang schleppen. Huang Chu geht rasch zwischen ihnen umher, stützt die eine, treibt den anderen zur Eile an. Die Menschen bilden eine Gasse, um sie durchzulassen. Manche pressen entsetzt die Hand auf den Mund. Auf uns drei achten sie nicht mal. Im Laufschritt schließen wir zu Huang Chu auf. Ah, da seid ihr ja. Da bin ich aber erleichtert. Ich hatte schon Angst, dass... Ja, wir hatten alle Angst, aber es ist noch nicht vorbei. Ich glaube zwar nicht, dass sie hinter uns her sind, aber sicher bin ich mir nicht. Bei all diesem Lärm und diesen vielen Leuten kann ich nichts hören. Wir machen schon so schnell wir können, aber die Fairies sind völlig erschöpft. Ich weiß, wir sind alle am Ende unserer Kräfte. Doch der Wald ist nicht mehr weit, nur ein paar Minuten. Könntest, das ist vielleicht eine dumme Frage, aber Lenz, kannst du dich nicht verwandeln? Du könntest sie auf deinem Rücken tragen. Dadurch würden wir viel Zeit einsparen, aber nicht inmitten der Leute. Ich kann höchstens 2 oder 3 auf einmal transportieren. Ich müsste ein Dutzend Mal hin und her fliegen. Die letzten wären am Portal, ehe ich aufgelassen hatte. Das würde es sicher einigen leichter machen, aber schneller wären wir dadurch nicht. Und es würde an deiner Kraft zehren. Wir brauchen dich einsatzfähig, falls die Templer uns einholen. Vor allem würde das viel zu viel Aufmerksamkeit auf uns lenken. Literally, you're asking him to transform in the middle of the city. Okay, die Idee war wirklich nicht so toll. Ich hab bloß gesagt, was mir spontan in den Sinn kam. Alles in Ordnung, Debra. Du siehst aus, als ob... Moment mal, das kann doch nicht nur an der Erschöpfung liegen. Ja, er hat nichts gegessen. Die Fenguang bleibt stehen und hält Debra zurück. Lance und ich bleiben ebenfalls stehen. Was ist da los? Mit gerunzelter Stirn nähert Huang Chu ihr Gesicht dem des Vampirs. Dieser kratzt sich erneut an der Wange, so wie vorhin. Nun, da sie es erwähnt, Nefras Haut sieht tatsächlich gereizt aus. Was ist mit den Kugeln? Darf ich mir das etwas genauer ansehen? Sieht aus wie... Dafür ist jetzt keine Zeit. Mach das lieber im HQ. Huang Chu hält eine Hand über Nefras Gesicht, um die Sonne abzuschirmen. Oh... Oh, das ist es. Deine Haut reagiert auf das Sonnenlicht. Navras Gesicht nimmt einen verschlossenen Ausdruck an. Lance legt die Stirn in Falten. Das ist mir eben erst klar geworden. Aber ja, ich denke, es daran liegt. Kurz bevor wir gegangen sind, hat Cory dir doch einen Trank gegeben. Wie es aussieht, hat er seine Wirkung verloren. Zumindest wirkt er nicht gegen das, was du hast. Weißt du, was die Ursache dafür ist? Ist die Sonne in dieser Welt anders? Wirklich, ich müsste ehrlich gestehen, dass ich mich mit Vampiren nicht besonders gut auskenne. Ich werde der Frage nachgehen. Dafür werde ich auch deine Schwester brauchen. Wenn es mit der irdischen Sonne zusammenhängt, wird Karin ihr keine Symptome aufweisen. Nevra stößt einen tiefen Seufzer aus und schüttelt an den Kopf. Wang Chu denkt nicht, dass es mit der irdischen Sonne zusammenhängt. Sie befürchtet, dass ich... mir eine uralte Vampirkrankheit angefangen habe. Was für eine... Oh mein Gott, was für eine Krankheit. Wenn ich auch keinen Schimmer habe, wie sie davon erfahren hat. Das Studium von Krankheiten und ungewöhnlichen Beschwerden gehört zu meinen Tätigkeiten als Alchemistin. Und diese Theorie sowieso keinen Sinn ergibt. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich je von einer Vampirkrankheit sprechen gehört zu haben. I can't. People, you are talking. Keep walking. Weil es nichts als ein Kindermärchen ist. You sure about that? Und gerade habe ich absolut keine Lust, das weiter zu vertiefen. In den hiesigen Legenden werden Vampire vom Licht der Sonne verbrannt.
Wir finden bestimmt etwas, mit dem wir dein Gesicht vor der Sinn. Ein Geld, die Mitte. Dafür haben wir ohnehin keine Zeit. Die anderen sind uns schon ein ganzes Stück voraus. Oh, die laufen weiter, okay. Muss ich sagen, sorry. Ach, tatsächlich? Ja, also auch. In Hedaria besagen die Legenden, dass. Das könnt ihr später bereden, wenn wir in Sicherheit sind. Wir schließen zu den Fairies auf und Huang Chu geht voran, um ihnen den Weg zu weisen. Lernt in der Bratun ihr Bestmögliches, um die erschöpften Fairies zu stützen. Ich bilde die Nachthut, um sicherzustellen, dass niemand zurückbleibt. So setzten wir unseren qualvollen Marsch fort. Die Passanten schienen weiterhin schockiert von unserem Anblick, doch das war gerade die geringste meiner Sorgen. Ich klammerte mich an den Gedanken, dass jeder Schritt uns Eldaria näher brachte. Doch so sehr ich mich auch auf unser Ziel fokussierte, vergaß ich doch nicht, die Umgebung im Auge zu behalten. Ständig drehte ich mich um, um sicherzugehen, dass wir nicht verfolgt wurden. Es kam mir nicht so vor, aber in dem Labyrinth aus Gässchen war es schwer zu beurteilen. Nevra tat es mir gleich, schien aber zum gleichen Schluss zu kommen wie ich. Ich hob den Kopf, begutachtete die Dächer, den Himmel. Nichts. Womöglich verfügten sie über mir unbekannte Verfolgungsmittel. Letztendlich brauchten sie ja nur den Schreien der Passanten zu folgen, so wie wir auch. Nach einer Viertelstunde erreichten wir endlich den Waldrand. Kaum haben wir ein paar Meter unter dem schützenden Blätterdach zurückgegeben, hebt sich meine Stimmung. Hier wird man uns nicht so einfach folgen können. Wenn sie Drohnen benutzen, sind diese nunmehr nutzlos. Und die Hamadriaden fühlen sich hier sichtlich wohler. Ihr Gang ist leichtflüssiger, ihre Haltung aufrechter. Ich beobachte, wie Cameria tief Luft holt und Arme und Beine von sich streckt. Zum ersten Mal, seit wir unsere Zelle verlassen haben, erhält ein echtes Lächeln ihr Gesicht. Im Schatten der Bäume wirkt auf Nevra entspannter. Ja klar, einzig Lance bleibt ganz und gar er selbst. Stets auf der Hut. That's why I love you. Ohne unsere Schritte zu verlangsamen, folgen wir Huang Chu zum Portal. Der Ort, an dem wir angekommen sind, ist nicht mehr weit. Wenige Minuten später erreichen wir ihn. Aber da ist ja gar nichts. Das Portal müsste doch hier sein. Keine Sorge, das ist völlig normal. Ich habe es hinter uns geschlossen. Doch es hat eine Spur hinterlassen, wodurch ich es relativ schnell wieder öffnen kann. Sieh doch, man erkennt noch den Abdruck des Beschwörungskreises im Gras. Aber müssen wir dann wieder jemanden zur Probe hinüberschicken, in der Hoffnung, dass die Person nicht demorphiert? Huang Chu lehnt zu den Fairies hinüber, die sich auf der Lichtung eingefunden haben. Ja, aber dieses Mal gibt es sehr viel mehr verfügbare Kandidaten. Bitch! Wir können uns erlauben, ein paar von ihnen zu verlieren. Bitte? Die junge Frau runzelt die Stirn, als würde sie Kopfrechnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass mehr als sechs dabei ums Leben kommen, beträgt unter 1%. Ich reiß die Augen auf. Wovon redet sie da? Das muss ein Missverständnis sein. Ich mache Witze, okay? Okay? Simone? Simone, es war ein Scherz. Ja, habe ich gemerkt. Das ist eigentlich nicht meine Art. Ja, das sind die Nerven, Honey. Im Grunde ist es ganz schön beleidigend, dass du mir geglaubt hast. Nun gut, um auf deine Frage zu antworten. Cori wird das Portal von der anderen Seite stabilisieren. Es war ausgemacht, dass jemand permanent davor Wache hält. Sobald die Wache eine Aktivität vernimmt, wird Cori umgehend informiert. Ich nicke erleichtert, wenn es mich auch ein wenig beunruhigt, nicht früher an dieses Problem gedacht zu haben. Okay, dann fange ich mal an. Es sollte nicht allzu lange dauern. Alle bitte mal zurücktreten. Keiner darf sich in diesem Kreis aus dem plattgedrückten Gras aufhalten. Die Fairies weichen vorsichtshalber mehrere Meter zurück. Huang Chu streckt die Hände aus und fixiert die Umrisse des Beschwörungskreises. Ja, das lässt sich jetzt nicht vor. Eine übernatürliche Brise lässt die Grashalme im Inneren des Kreises erzittern. Außerhalb der Linie ist die Luft vollkommen ruhig, während ich konzentriert den Kreis anstarre, glaube ich, eine Art Flimmern darin wahrzunehmen. Mit einem Mal ist die Luft von einem vibrierenden Summen erfüllt, als würde eine entfernte Stimme Zaubersprüche rezitieren. Alle Fairies starren beeindruckt Huang Chu an. Die Kinder sind sichtlich fasziniert. Si Feng Guang wendet sich zu mir um, die Lippen zu einem strahlenden Lächeln verzogen. Ich liebe diesen Teil. Ich finde, das gibt mir einen ganz eigenen Stil.
Sie holt verschiedene Zutaten aus ihrer Tasche. Der nächste Schritt ist der längste und langweiligste. Ihr dürft euch gerne anderweitig beschäftigen, solange ihr nicht in den Kreis tretet. Sie geht um den Beschwörungskreis herum, platziert sorgsam verschiedene Zutaten an verschiedenen Stellen. Dabei kann ich ihr sowieso nicht helfen. Am besten stehe ich ihr nicht länger im Weg. Ich drehe mich suchend nach Lance um. Er steht einigen Metern Entfernung bei einer Frau und Cameria. Sie haben der Lichtung den Rücken zugewandt und beobachten aufmerksam den Weg, über den wir gekommen sind. Dabei stehen sie hinter einem dichten Gebüsch, sodass man sie vom Weg aus nicht sehen kann. Sie halten Wache, offenbar sind sie beunruhigt. Ich gehe zu ihnen hinüber, wobei ich gar nicht erst versuche, leise zu sein, um sie nicht zu erschrecken. Unsere Nerven wurden schon genug strapaziert, da möchte ich sie nicht unnötig in Panik versetzen. Ehrlich gesagt hätte ich nicht erwartet, dass die Garde mich holen kommt. Es war ja auch gar nicht als Rettungsmission geplant. Wir wussten nicht mal, dass man dich entführt hätte. Ich weiß, aber wenn ihr nicht gekommen wärt, dann wäre ich jetzt immer noch. Die Amadriade erschaudert und lässt ihren Satz unbeendet. Schätze, ich schulde euch trotzdem allem meinen Dank. Als ich bei ihnen ankomme, dreht sie sich zu mir um. Vor allem dir, Simona. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Das ist doch selbstverständlich. An meiner Stelle hättest du das Gleiche getan. Ich war schon mal an deiner Stelle und konnte nichts ausrichten. Also danke. Ich necke ernst. Ich habe nicht das Gefühl, ihren Dank zu verlieren. Aber ihn abzulehnen würde nichts bringen. Ich habe keine Lust, deswegen zu streiten. Was dich angeht, Lance, sein das ist allerdings nicht das Geringste zwischen uns. She remembers. Oh. Die Hamadriade nickt, gibt Nebra noch einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter und wendet sich dann ab. Ach ja, Simona. Danke, dass du in Bezug auf deinen Vater so ehrlich mit mir warst. Niemand hat dich gezwungen, es mir zu erzählen. Das vermute ich von dir. Glaubt nur nicht, dass das an meiner Meinung über dich irgendwas ändert. Für die Fehler deines Vaters kannst du nichts. Ich danke dir, Cameria. Ich werde es mir merken. Sie nickt mir zu und geht dann zum Portal hinüber. Wenn man vom Skarnis spricht. Ich glaube, dein Vater ist in Anmarsch, Simona. Mein Herz setzt einen Schlag aus. Hat er uns etwa gefunden? So schnell? Lance, geh du zum Portal. Er kommt von der anderen Seite. Aber ich bezweifle, dass er alleine ist. Ich wäre nicht überrascht, wenn seine Männer versuchen würden, uns zu umzingeln. Kann ich darauf vertrauen, dass du ihn nicht direkt angreifst? Nein, kannst du nicht! Ich will hören, was er zu sagen hat. My man! Mit zügigen Schrittes geht der Drache zu Huang Chu und den Ferries hinüber. Das Herz schlägt mir bis zum Hals. Ich will meinem Vater nicht gegenübertreten. Es wird alles gut. Ich werde nicht zulassen, dass er dir weh tut. Ich denke nicht, dass er deswegen hier ist. Das ist es nicht, was mich beunruhigt. Ich will ihn nur einfach nicht sehen. Wenn du möchtest, kannst du gehen. Ich kann dich nicht zwingen, ihn anzuhören. Ich weiß aber, ich muss es wissen. Ein Teil von mir hofft nach wie vor, dass sich dabei um ein Missverständnis handelt. Dass er über diese Vorgänge gar nicht informiert war oder nicht dafür verantwortlich. So absurd und unrealistisch das auch ist. Ich kann nicht weggehen. In Ordnung. Dann halte dich bereit. Er wird jeden Moment hier sein. Nach allem, was ich hören kann, kommt er allein. Kurze Zeit später wird die Gestalt meines Vaters auf dem Pfad sichtbar. No, bitch! Sekunde.